Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video stelle ich euch den The Sims 4 Mod Manager vor. Viel Spaß! Was ist der The Sims 4 Mod Manager? The Sims 4 Mod Manager ist ein kostenloses Programm, mit dem ihr ganz einfach eure Mods und euren Custom Content organisieren könnt. Vor allem für all jene, die sehr viel Custom Content haben, ist dieses Programm unentbehrlich. Mit Hilfe dieses Programms erhaltet ihr einen einzigartigen Überblick über all eure Inhalte in eurem Mods-Ordner. Dabei seht ihr nicht nur eure vorgefertigten Unterordner, sondern jedes Element hat sein eigenes Bild und zusätzlich könnt ihr auch noch Filter anwenden. Aber ich zeige euch jetzt gleich alles, was ihr wissen müsst. Hier sind wir jetzt auf der offiziellen Website vom Sims 4 Mod Manager. Keine Sorge, den Link und alle weiteren Informationen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Hier seht ihr schon eine kleine Vorschau, wie das Programm dann auf eurem Computer aussieht. Hier sehen wir eben verschiedene Augen und Wimpern und verschiedene Haare. Und wie man gut sehen kann, bei jedem Element habt ihr immer ein Bild dabei und den Namen. Aber dazu später mehr. Wenn wir jetzt hier hinunter scrollen, sehen wir die verschiedenen Downloads. Für alle Windows-NutzerInnen einfach die Windows-Datei herunterladen. Hier haben wir dann noch Java und Mac. Alle, die einen Mac-Computer benutzen, aufgepasst, schaut euch auf jeden Fall hier das verlinkte YouTube-Video an, ansonsten könnt ihr das Programm nämlich nicht installieren. Und hier weiter unten finden wir dann noch ein paar Informationen, wie es mit dem Programm weitergeht. Das Programm ist nämlich noch sehr neu, das heißt, es gibt auch anscheinend noch einige Fehler. Mir kam jetzt noch keiner unter, aber ja, bei einem neuen Programm können Fehler eben immer passieren. Gut, die Installation ist wie bei jedem anderen Programm auch einfach herunterladen und installieren. Solltet ihr dabei Probleme haben, kann ich euch leider nicht helfen, aber auf der Website findet ihr ganz unten Kontaktdaten und ich bin mir ganz sicher, der Entwickler hilft euch sehr gerne weiter. Bevor wir uns das Programm jetzt näher ansehen, zeige ich euch noch ganz kurz meinen Mods-Ordner. Mein Mods-Ordner sieht bei mir nämlich so aus. Ich habe alles ziemlich genau durchnummeriert. Also wie ihr seht, Nummer 1 sind bei mir Haare, Nummer 2 Klamotten, Nummer 3 Accessoires, Nummer 4 Make-up, Nummer 5 Skins. Dann haben wir Facial Hair, Schuhe, Tattoos, alles im Baumodus und dann unten haben wir die Posen. Also das alles ist eben mein Custom-Content. Und darunter habe ich meine Mods. Da habe ich immer davor ein X gesetzt, einfach nur für den Überblick. Das hat jetzt keinen tieferen Sinn. Wenn du übrigens wissen möchtest, wie du Mods und Custom Content auch auf deinem Computer installieren kannst, ich blende dir jetzt hier rechts oben ein Video ein. Warum ich überhaupt angefangen habe, den Mod Manager zu verwenden, ist, weil ich mein komplettes Custom Content umgeworfen habe. Also ich habe tatsächlich alles gelöscht und mir neue Sachen gesucht. Wie euch bei den alten Videos nämlich sicher aufgefallen ist, ich hatte früher alles in Alpha Custom Content und ich bin jetzt aber zu 100% auf Maxis Match umgestiegen. Aber ich habe geplant, dass ich euch in den nächsten Wochen meinen jetzigen Custom Content ein wenig näher vorstelle. Ich habe nämlich so tolle Maxis Match Sachen gefunden, die kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Aber gut, dann werden wir jetzt in den The Sims 4 Mod Manager starten. Dazu gebe ich einfach im Suchfeld Sims 4 Mod Manager ein und jetzt werden wir das Programm starten. Wenn man das Programm startet, dann wird automatisch euer Mod-Ordner geladen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich werde das Programm jetzt schnell maximieren. Wie wir sehen, sind die Ordner exakt gleich wie auch in meinem Mods-Ordner. Also wir haben eben die Nummerierungen und die Namen. Und in Klammer sehen wir jetzt, wie viele Elemente ich bei dem jeweiligen Ordner habe. Ja, ich habe tatsächlich 930 verschiedene Frisuren. Sehen wir uns erst das Interface ein wenig genauer an. Hier haben wir Home. Also hier sehen wir jetzt alle Ordner, die ich eben auch in meinem Mods-Ordner habe. Unter Ordner sehen wir dann noch einmal die verschiedenen Ordner und können hier hin und her navigieren. Bei Problemen haben wir hier komische Dateien. Also soweit ich das verstanden habe, sind das einfach Mods oder Custom Content, die defekt sein könnten. Sie müssen es aber nicht unbedingt sein, aber ihr solltet euch die auf jeden Fall genauer anschauen. Und dann gibt es hier noch Doppelungen, was ich unfassbar praktisch finde. Denn hier seht ihr, welche Dateien ihr aus Versehen doppelt oder wie in meinem Fall gar dreifach installiert habt. Dann haben wir hier noch die Einstellungen. Als erstes sehen wir hier den Mod-Ordner-Pfad. Sollte das Programm euren Mod-Ordner von selbst nicht gefunden haben, könnt ihr also ganz einfach den Pfad hier eingeben. Hier kann man auch die Sprache ändern, also wie wir sehen, es gibt eine deutsche Übersetzung, aber es gibt eben auch noch jede Menge andere Sprachen und wenn man diese geändert hat, muss man das Programm einmal neu starten. Man kann einzelnen Custom Content oder Mods deaktivieren und hiermit mit alle aktivieren könnt ihr eben einfach alle wieder aktivieren.
Hier gibt es dann noch einige Einstellungen zu Programmverhalten. Hier habe ich auch alles gleich gelassen. Und dann gibt es hier noch Aussehen. Also ihr könnt hier auch die Itemgrößen verkleinern oder vergrößern. Dann könnt ihr hier einstellen, ob ihr sehen möchtet, wie viele Elemente aktiviert oder deaktiviert sind. Aber im Grunde sind das alles eben optische Einstellungen. Also hier auch abgerundete Ecken, Dark Mode, Text als Basis verwenden, Farben für Slots verwenden, heranzoomen. Also ja, wenn ihr optisch etwas ändern möchtet, schaut auf jeden Fall hier in den Einstellungen vorbei. Aber gut, dann schauen wir uns jetzt unseren Custom Content genauer an. Dazu gehen wir hier noch einmal auf Home und in Home werfen wir hier jetzt einfach mal einen Blick in die Haare. Ich habe euch ja schon vorgewarnt, seit kurzem verwende ich nur noch Maxis Match und ich liebe jede einzelne dieser Frisuren. Aber sehen wir uns das jetzt einmal genauer an. Bei den meisten ist eben bereits ein Bild enthalten. Es kann aber sein, dass das Programm das Bild nicht findet, wie zum Beispiel hier bei den ersten Haaren. Wir klicken deswegen jetzt einfach mal auf Mehr und auf Bearbeiten. Hier sehen wir jetzt alle wichtigen Informationen. Wir sehen den genauen Dateipfad, also wo genau sich diese Datei befindet. Wir sehen den Dateinamen. Hier könntet ihr auch noch etwaige Notizen hinzufügen, zum Beispiel den Namen des Creators. Aber da dieser bei mir im Dateinamen steht, brauche ich ihn nicht wirklich. Und hier gibt es, wie gesagt, leider kein Bild. Aber der Entwickler hat dafür eine Lösung gefunden. Und zwar hat er die Google-Bildersuche mit eingebaut. Also könnt ihr hier jetzt ganz einfach klicken, Bild in Google suchen. Und mit Hilfe des Dateinamens wird dann das richtige Bild aus Google gesucht. Aber klicken wir jetzt einfach hier gleich einmal drauf. Und wie wir sehen, schon nach kurzer Zeit gibt es jetzt hier ein Bild. Und hier können wir jetzt die Änderungen speichern. Und jetzt hat auch diese Datei ein Bild. Was können wir hier jetzt noch machen? Wenn wir hier draufklicken, dann können wir das Element im Spiel deaktivieren. Hier am Papierkorb können wir es löschen und hier können wir es verschieben. Also wenn zum Beispiel eine Halskette versehentlich hier gelandet ist, dann können wir sie einfach hier nach Accessoires verschieben und dann klicken wir auf Verschieben und die Datei ist im anderen Ordner. Außerdem müsst ihr das alles nicht für jede Datei einzeln machen. Ihr könnt sie auch ganz einfach kopieren und dann habt ihr hier oben eben wieder Verschieben, den Papierkorb und deaktivieren. Jetzt zeige ich euch ein weiteres cooles Feature und zwar den Filter. Wir sind jetzt wieder auf Home und hier rechts oben haben wir ein Filtersymbol. Hier können wir einerseits den Typ auswählen, also Create Sim Item, Katalog, Objekt, Andere und dann noch den Status, also deaktiviert, aktiviert, zusammengefügt oder eingefärbt. Ich zeige euch das jetzt einmal am Cas Item Beispiel. Und zwar sehen wir jetzt jeden Ordner, in dem sich ein Create Sim Item verbirgt und hier können wir auch noch filtern zwischen männlich und weiblich und zwischen dem Alter. Also gehen wir jetzt zum Beispiel auf Kleinkind, dann sehen wir, für Kleinkinder habe ich tatsächlich noch fast gar nichts. Also ich habe tatsächlich nur 3 verschiedene Frisuren und 16 verschiedene Kleidungsstücke, also wie ihr seht, da muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Also falls du Empfehlungen für Maxis Match CC für Kleinkinder hast, dann lass es mir doch in den Kommentaren da. Ich würde mich wirklich sehr freuen, weil ich habe da auf jeden Fall Aufholbedarf. Hier unter Katalogobjekt sehen wir dann alle Objekte aus dem Baumodus und auch hier gibt es einige Filter. Also hier können wir zum Beispiel auf Kid Toy gehen und dann sehen wir hier 2 verschiedene Items, die eben für Kinder gedacht sind. Und das war jetzt auch schon alles von dem Filter. Jetzt sehen wir uns die Problemlösung genauer an. Und zwar, wie gesagt, könnt ihr damit ganz einfach doppelten CC erkennen. Und wenn wir dann hier draufklicken und auf Ordner öffnen gehen, dann öffnet sich automatisch der Ordner und ihr seht das doppelte Custom Content Element. Und das können wir hier dann ganz einfach löschen. Auf diese Weise könnt ihr eben ganz einfach doppelten oder defekten Custom Content identifizieren. Und hier links unten könnt ihr auch ganz einfach neue Custom Content Elemente hinzufügen. Entweder hier, indem ihr dort hinaufklickt oder ihr zieht die Datei direkt hier hinein. Und das waren jetzt die wesentlichen Inhalte des The Sims 4 Mod Manager. Solltet ihr irgendwelche Fragen dazu haben, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich helfe gern, wo ich kann. Und dann hoffe ich natürlich, euch hat mein Video gefallen und ihr seid von dem Programm genauso begeistert wie ich. Und ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, über jedes Like und über jedes Abo. Dann hoffe ich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!